Zum Frühstück gibt's jetzt erstmal. Oh, saftig. Boah, das hört sich böse an. Wow, man sieht richtig, wie die Macaronis da eingepackt sind. Heftig, ne? Das ist schon saftig, ne? Welcome back zu dem lang ersehnten Cheat Day. Es ist endlich soweit, die Diät ist beendet und jetzt heißt es richtig reinhauen. Viel Spaß mit dem Video. Bevor das Video losgeht, wir befinden uns gerade beim Cheat Day Einkauf. Der erste Link oben in der Beschreibung. Wenn du den Einkauf sehen willst, was bei uns alles in den Kopf gekommen ist, dann check auf jeden Fall das Video und abonniere unseren neuen Kanal. Da berichten wir euch und halten wir euch auf dem Laufenden zu unserem ganzen Schwangerschaftsthema. Mega interessant für mich auch als werdender Vater. Also check den Link oben in der Beschreibung ab und in dem Sinne viel Spaß mit diesem Video. Für all diejenigen, die mich schon des Längeren verfolgen oder uns auch mit Arne damals auf diesem Kanal wissen, wenn wir eine Diät abschließen, dann haben wir mal Bock, so einen Tag uns rauszusuchen, wo wir mal richtig reinhauen und auf jegliche Kalorien verzichten. Ihr wisst es, normalerweise ernähren wir uns beide. Sind wir auch nicht so der Fan von Cheat Days unbedingt. Es ist auch nicht unbedingt zu empfehlen, weil man kann sich da auch, abgesehen von der Form natürlich, einiges zerstört machen. Ja. Zwar nicht bei einem Tag, muss man sagen, aber es ist auch nicht unbedingt gesund, sowas regelmäßig einzubauen. Deshalb ganz klarer Disclaimer. Aber wir wollen euch entertainen und wir haben jetzt mal gesagt, heute verzichten wir mal auf alles, was wir sonst essen. Das heißt, es gibt heute mal keinen Salat, aber dafür gibt es, wie ihr seht, das hier hinten. Seht ihr das Salat da hinten? Wir waren nämlich schon einkaufen. Sweet, sweet, sweet. Und ich kann euch sagen, boah, das wird saftig. Wir fangen nämlich heute Morgen direkt erstmal mit einer schönen Pizza an. Zum Frühstück gibt es jetzt erstmal diese saftigen Pizzen für uns beide. Ich glaube, eine Pizza hat locker, wie viel Kalorien hat die? 935 Kalorien, 32 Fett auf entspannt. Ist doch nicht viel, 32 Fett am Morgen ist doch eine entspannte Nummer. Ja, dann gibt es natürlich so einen kleinen Nachtisch und später geht es dann für uns nochmal essen. Aber erstmal, Baby, ich habe Hunger, pack die bitte in den Ofen. Ihr glaubt gar nicht, wie lange das her ist, dass wir wirklich mal auf alles verzichtet haben, auf das Hausübliche und uns mal wirklich mal so eine saftige Pizza reingehauen haben. Wir haben jetzt natürlich zahlreiche Fotos gemacht, die ist kalt, aber wir stehen auch auf kalte Pizzen. Hier die Supreme und hier Chicken Barbecue. Wir teilen uns das Ganze natürlich ganz fair. Die Hälfte davon bekomme ich, eine Hälfte davon, die andere ist für Jody. Baby, du darfst als erstes probieren. Beiß rein. Ich glaube, ich probiere die als erstes. Schön laut und deutlich sprechen, nicht flüstern. Ich glaube, ich probiere die als erstes. Oh, saftig. Eine hübsche Frau beim Pizza-Essen. Ich glaube, da gibt es doch nichts Geileres, oder? So ein schöner Anblick. So muss ein Cheat Day laufen. Die ist geil, ne? Wobei ich sagen muss, die von Pizza Max, diese dünne mit dem dünnen Rand, finde ich echt, echt Maschine. Das Gute, wenn ihr eine schwangere Freundin habt, die essen immer nur ein kleines Häppchen. Das bedeutet, für mich bleibt mehr über. Also die ist wirklich geil, die Pizza, ist kein Scherz. Diese Chicken Barbecue, mega. Diese Supreme, da finde ich nicht so geil, aber die... Oh Baby, ich muss unbedingt diese Schokolade probieren. Ich habe die noch nie gegessen. Wie die wohl schmeckt, mich interessiert mal, was hat sie an Kalorien? 524, 40 Gramm sind da drin. Dementsprechend die Hälfte und etwas weniger, also. M&M's dürfen niemals fehlen. Aber ich muss auch sagen, ich verzichte absichtlich auf M&M's. Ich kaufe sie auch nicht in der Diät oder so, weil die Dinger gehen rein wie Butter und die haben so dermaßen viele Kalorien. Ich glaube, eine Packung hat 1300 und ich esse die locker so in 10 Minuten. Sind die weg. Deswegen heute... Ich liebe die, die sind einfach so schön bunt. Sind die geilsten, ne? Also viele lieben ja, die blauen mit dem Kekszeug drin. Aber Crunchy, ja. Gar nicht mein Ding, gar nicht mein Ding. Die ganzen Nüsse, das ist einfach das Beste. Ich bin so gespannt. Cookies and Cream, ne? Ich bin mega gespannt. Ich habe die noch nie gegessen. Ich glaube, das ist auch eher so Art und Ami-Style, ne? Kriegen Sie das heute noch hin? Nicht los, kann ich. Schön machst du das. Das ist die ganze Schokolade. Ja, das ist kleine Baby-Schokolade. Mini, was hat denn die gekostet? Ja? Ist das geil. Okay. Und?
Oh. Oh, die ist böse, ne? Mhm. Die ist richtig böse, Leute. Die schmeckt so heftig. Oh, die ist lecker. Leute, 5 Minuten später, ich hab's euch ja gesagt, das war kein Scherz. Ich hab nicht mehr drauf geachtet. Ich esse, esse und esse und die Dinger sind fast leer. Jodie hat 2 Stück gehabt davon, glaube ich. Gar keinen davon. Gar keinen gehabt sogar. Gar keinen gehabt. Die Schokolade ist auch schon leer. Nachdem es schon Pizza zum Frühstück gab, führen wir unseren ultimativen Cheat Day jetzt bei Miss Pepper hier in Basbüttel fort. Und wir sind schon ganz gespannt, was wir auf der Speisekarte so finden. Ja, das ist alles hier so im American Diner Style. Finde ich ja voll geil, deswegen habe ich mich hier. Sieht man ja, dass du das sehr geil findest. Du fühlst es, glaube ich, viel mehr als ich. Und ja, vor allem die Bilder, ne? Ich werde euch mal den Instagram-Kanal unten verlinken in der Beschreibung. Sind schon nicht ohne, dementsprechend auch die Burger. Ist ja nicht so, dass wir gerade erst vor einigen Wochen Burger hatten. Nicht nur die Burger, es gibt ja auch Spare Ribs, Milchshakes und so weiter und so fort. Also das bedeutet, das ein oder andere wunderschöne Foto für Instagram wird geschult. Ihr findet unsere Links direkt oben in der Beschreibung natürlich auch. Genau. Und natürlich für mich Burger und für dich, wir schauen mal. Wir gucken mal in die Karte. Boah, ich kann mich noch gar nicht entscheiden. Ich finde das hier extrem Miss Pepper nice. Favorite Starter Bowl. Genau, das kann man sich dann teilen. Und da sind dann 4 Cheese Balls, Chicken Wings, Onion Rings, Chicken Finger, Mushrooms, Tortillas. Bowl. Ich hab irgendwie Bock auf einen Burger. Nachos, Conchi. Ich glaube, wir müssen hier ein paar Mal herkommen. Was gibt's noch hier? Burgers? Cheeseburger, Baconburger, Zwiebel-Pepperoni-Burger. Das kann man ja dazu bestellen oder als Vorspeise. Rocky Mountain Burger. Das ist was für mich, Rocky Mountain Burger. Aber du musst den Bacon wegbestellen. Wir machen natürlich keine Verletzten. Es gibt erstmal eine Vorspeise. Das sieht aus wie eine Hauptspeise für einige Menschen, glaube ich. Ne? Oh ja, das hat so ein paar Kalorien. Das hat so ein paar Kalorien. Schreibt mal in die Kommentare, wie viele Kalorien das hat. Wir haben hier Käsesoße, Barbecue-Soße und ein paar Fette, würde ich sagen. Aber es ist ja Cheat-Day. Ja, heute gönnen wir uns mal. Heute mal ausnahmsweise. Was nimmst du als erstes? Oh, ich bin mir unsicher. Ich glaub so ein Onion Ring. Erstmal Gemüse als erstes. Gemüse. Erstmal die Zwiebel. Erstmal healthy life. Genau, erstmal healthy. Boah, das hört sich böse an. Saftig. Für was entscheidest du dich, Baby? Käseball. Käse mit Käse. Käse mit Käse. Mm, yes. Boah, gefüllt mit Mozzarella, ne? Die Überraschung kommt gleich noch, was ich wieder bestellt habe. Also wenn ich in einem Burgerladen bin, dann gibt es bei mir keine halben Sachen. Ich frage immer nach dem heftigsten Burger. Es ist nicht grundsätzlich ein Burgerladen, es ist ein American Diner. Entschuldige, ja. Für mich, ich sehe immer nur Burger überall. Burger. Ich glaube, der Tisch ist zu klein für uns, Babe. So wie es ausschaut. Schaut euch diese Maschine an. Das nenne ich Cheat Day, genau. Das ist ein richtiger Cheat Day. Schaut euch diesen Burger an. Es sind hier 2 Rinder-Patties und 2, was ist das noch hier? Ich glaube, solche Cheese-gefüllten Patties mit Käse und Jalapenos. Also das wird was mit hier Potato Twisters, Sour Cream, wenn ich mich irre. Eine Bratkartoffel, würde ich schon sagen, eine Ofenkartoffel. Das haben wir noch nicht mal aufgegessen, weil wir die ganze Zeit Fotos gemacht haben, die wahnsinnig. Spare Ribs für Jodie, für die Schwangere. Ist das überhaupt durch, Baby? Ja, natürlich. Spare Ribs sind sowieso durch. Spare Ribs sind immer durch? Ja. Ja? Ja? Ganz sicher. Ganz sicher? Ganz sicher. Okay, alles klar. Dann darfst du mal probieren, bevor es kalt wird. Das ist so ein schöner Anblick. Ich mag zwar keine Spare Ribs, aber schmeckt zart. Wie Butter. Ich glaube, einen probiere ich mal, aber echt, Spare Ribs sind nicht so meins. Genauso wie Bacon, das ist auch nicht so meins. Der obligatorische Test muss natürlich sein, wir möchten den einmal aufschneiden und probieren. Da sind wohl Macaroni Patties, Cheese Macaroni. Macaroni and Cheese Patties. Macaroni and Cheese Patties. Wow, wie der einfach aussieht von innen. Heftig. Fähnchen vorbei hier. Wow. You will try? Die Kombination ist richtig böse. Zieh dir mal rein. Wow, man sieht richtig, wie die Macaronis da eingebacken sind. Heftig, ne? Ja. Boah, wir haben gut Hunger. Bei den ganzen Rumpffilmen, Fotos machen, ist das Essen fast kalt, aber es schmeckt trotzdem bombastisch. Aber denk dran, heute Abend bestellen wir auch noch was. Boah, ja, stimmt. Heute Abend geht's ja noch weiter.
Also abschließend gesagt, es war eine brutale Menge. Der Burger war richtig saftig. Der kommt schon so unter meine Top 3 Burger, muss ich echt zugeben. Auch diese Patties waren echt böse. Spare Ribs Fan bin ich ja nicht. Ich schon, ja. Aber ich esse die kleine Portion. Die kleine Portion ist einfach schon so riesig, dass ich sie nicht schaffen werde. Saftig, ne? Ja. Obwohl du für zwei isst, quasi. Ja, sagt man so, ne? Sagt man ist so. Ist aber eigentlich so. Jetzt erstmal kurz verdauen und dann geht's heute Abend in die nächste Runde. Das ist für mich wirklich ein Jubiläum. Ich habe damals für alle, die aus Hamburg kommen oder mal Hamburg besuchen und wissen nicht, was sie essen sollen, wenn ihr auf Krog steht, wie hast du gesagt, Baby? Krog. 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 Da kommt der Ami raus, ne? Die Krogs von der Krog Factory, keine bezahlte Werbung, absolut heftig. Ich habe natürlich richtig pervers reingegriffen und zwar hier Krog Hotdog. Ne, man sieht es hier ganz leicht, hier ist ein bisschen Wurstchen mit Röstzwiebel, dann einmal Krog-Frikadelle mit einem vollkommen Bun, würde ich schon sagen, Brot und das ist richtig saftig. Knoblauchsoße natürlich, Jody hat hier einmal Krog-Gyros, also ich weiß nicht, was dich getrieben hat, aber ich glaube, du bist schwanger. Ja, was ist du, ein Döner? Ja, bei so einem Krog. Ja, hast ja recht. Ich esse euch. Okay, ich esse Krog-Hotdog. Sie pult hier gerade die Oliven raus, denn ich mag keine Oliven. Ja, und ich habe für diesen Salat immerhin 9 Euro bezahlt, deswegen will ich da keine Oliven drin haben. Oliventheorie, Leute. Ich mag Oliven und er nicht. Das muss ja was werden. Was heißt das? Die Follower wissen das bestimmt. Bei How I Met Your Mother ist gesetzt, dass der eine in der Beziehung Oliven mögen muss und der andere in der Beziehung nicht, damit der eine vom anderen die Oliven essen kann. Wenn er sie irgendwo drauf fährt. Perfekt, alles richtig gemacht, mein Schatz. Ganz zufällig. Oh, Baby, du darfst als erstes reinbeißen, weil du bist hier quasi in der Krog Factory ein Neuling. Ach so, ja stimmt, ich habe es noch nie gegessen. Du hast es noch nie gegessen und ich habe gesagt, du musst es einfach probieren. Entschuldige die Unordnung hier im Hintergrund. Wir sind gerade hier fleißig am Produzieren. Mit Knoblauchsoße. Ne, beiß mal richtig rein in das untere Stück hier. Was ist da los? Schatzbär, ja? Mein Mund ist nicht so groß. Ist schon saftig, ne? Obwohl es eigentlich nur Brot ist mit Soße, Salat und Gyros, aber ist halt ultrasaftig. Wow, und diese Soße ist richtig geil. Ja, ne? Und die, ich sag's, ich habe ihn das letzte Mal vor 4 Jahren gegessen und ich wette, es schmeckt immer noch so geil wie damals. Ich werde gleich mir die Frikadelle reingehören, Leute. Ich hab da so was drauf. Eine saftige Frikadelski. Alter, geil, guck mal, es läuft hier schon gerade raus. Alter. Leute, diese Crocs sind besser als jede Pizza. Ich glaube, du bist schon müde, ne? Ich bin müde, mir reicht. Dir reicht für heute. Das war aber auch ein saftiger Tag, muss ich echt zugeben. Ich habe meinen Croc ganz geschafft. Ich habe nicht mehr den Croc aufgegessen. Aber ist okay, man sagt ja, Schwangere sollen in kleinen Häppchen essen. Von daher hast du alles richtig gemacht. Ich esse dann nach dem Zähneputzen. Genau. Du meinst nachts, wenn du zum Kühlschrank eilst. Während dem Zähneputzen. Genau. Ich gönne mir noch ein paar Chibbles auf jeden Fall. Ein paar Haribos, aber auch nicht so viel. Es waren heute echt eine Menge an Kalorien. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint, wie viele Kalorien das ungefähr waren. Was ich als Beispiel gegessen habe, weil ich habe so gut wie alles auch gegessen, natürlich, man kennt ihn. Und ihr schreibt natürlich sehr gerne in den Kommentaren, was ihr zukünftig sehen wollt. Checkt den neuen Kanal ab, erster Link oben in der Beschreibung. Sehr gerne abonnieren, wir freuen uns darüber wirklich vom Herzen. Für jeglichen Support, Like da lassen und sehen wir uns bald wieder. Wenn es wieder heißt. Food, 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 meine Freunde. Also ich gönne mir echt jetzt ein paar Chips. Ich halte das jetzt nicht so in die Kamera, um danach nichts davon zu essen. Ich kann euch sagen, die gehen heiß. Eine Eis will ich nicht. Du wolltest dieses Half-Baked. Ich wollte das gar nicht haben. Das ist ja auch lecker. Ja, ja. Ich glaube, du hast noch Zeit, das zu essen auf jeden Fall. Ja. Ja, also meine Freunde, bis zum nächsten Video.